Ja, moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Immortals Phoenix Rising. Okay, ich stürze hier bald ab. Wie kommt an dem Ohr nicht vorbei? Ist denn das zu fassen? So, wir haben in der letzten Folge unsere eigentliche Waffe, beziehungsweise die von unserem Bruder, die Waffe und Ambrosia gefunden. Die will, dass wir jetzt eigentlich irgendwo reinjumpen. Das werden wir jetzt auch einfach mal probieren. Phoenix spürte Ligurons Klinge bei jedem Schritt. Ihr Gewicht erinnerte sie an die Verantwortung, die auf ihr lastete. Du gabst dein Schwert Ligyron? Moment, Moment. Ich find's, ganz ehrlich, ich find's sowas dämlich, wenn die quatschen und ja, aber auch Infos gegeben werden. Also Tipps und Co., was zu machen ist und was du machen kannst und blablabla. In der Regel ist es ja so, dass du das ja so oder so dann gleich machen willst, dann, um zu gucken, was kannst du da machen und hast du nicht gesehen. Musst aber den Text dementsprechend auch unterbrechen, wenn ich dämlich. So, ne? Liebes Ubisoft-Team. Falls ihr das mal sehen solltet, gebt die Tipps so irgendwie ein bisschen andersweitig, sodass man das ja gegebenenfalls nicht pausieren muss. Achilleus. Ich habe nie verstanden, warum du erwartet hast, Achilleus würde dir sein Schwert geben. Oh, als Opfergabe. Als ganz gewöhnliches Opfer von jemandem, der dir tief in die Augen geblickt und gesagt hat, du wärst etwas Besonderes. Das ist alles. Ich legte eine Rose auf seinen Panzer. Ich hab da was im Auge. Erzähl weiter. Anders als das sterbliche Fleisch, das zu Stein erstarrt war. Spross der Granatapfel trotzig weiter und strotzte vor Leben. Hohe Poesie für etwas, das Sterbliche sich in den Mund schieben. Handeln davon nicht die besten Gedichte? Wer hat euch das angetan? Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Na schön. Das ist schon viel besser. Okay. Ich kann vor allen Dingen nicht mal mit euch reden, weil es die quatschen halt in einer Tour. Der Adamantsplitter von Typhons Scherben, das Metall der Götter, wurde förmlich von Phoenix angezogen, als wollte er von ihr zu etwas Größerem geschmiedet werden. So, wir müssen darüber, ne? Da unten. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie das hier mit Erfahrungspunkten im Chor aussieht. Wir schnetzeln jetzt ja einfach mal alles weg. Aber es scheint Erfahrungspunkte zu geben. Mehr Ambrosia. Ich weiß nicht wofür. Wir nehmen es erstmal mit. Haben wir überhaupt auch. Wir haben eine Tasche. Wir können damit unsere maximale Gesundheit erhöhen. Alles klar. Wir haben. Fähigkeiten. Moment, ich gucke uns sofort durch. Ich hoffe, da fängt jetzt ja nicht an mit Larven. Nee. So, wir gucken uns mal ganz fix unsere Fähigkeiten an. Was haben wir denn hier? Oh, lol, richtiger Skillbaum. Schaden durch Schwertkombos bei voller Gesundheit, okay. Der 250 Schaden anrichtet und 200 Treffer. Blöd. Okay, Luftangriffe. Ja, parieren haben wir ja so oder so gerade schon im Wasser. Wer ist der beweglich durch Wasser? Das haben wir auch. Okay. Dann haben wir das ja auch und das. Okay.
Da gibt's ein Plus, also eigentlich. Oder auch nicht. Wir können gerade keine göttliche Kräfte auch. Ach so, okay. Das war einfach nur, dass wir uns das mal angucken. Verstehe. Wir müssen dorthin, aber ich glaube, dort hinten habe ich außersehen unseren Pfeil hingesetzt, ne? Hallo? Kannst du mich hören? Ich komme! Ich hab deine Axt! Phoenix näherte sich der Axt, die nach ihr zu rufen schien. Sieht aus wie die Axt von Atalante. Muss eine Kopie sein. Obwohl. Doch bevor Phoenix sie erreichte, wurde die Axt von einer unheimlichen Kraft in den Abgrund gerissen. Wer klopft da an meiner Tür? Der Postbote springt Bier. Glaubst du, dieser alte Trick funktioniert bei mir? Komm in meine Stube, sagte der Kyklop zum Seemann. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Gar kein Problem. Einfach rein da in die Luzi. Das war dann wohl Phoenix Ende. Wahrlich eine hübsche Geschichte. Ehrlich gesagt hatte sie ein paar Längen hier und da, aber mit dem Ende hast du mich gekriegt. Doch nun begleiche deine Schuld. Es wird Zeit, dass du mir gegen Typhon hilfst. Es ist noch nicht vorbei. Noch lange nicht. Ah, hier können wir uns noch ein bisschen, okay, Tipps und Code dann durchlesen. Du betrittst Übergang in den Abgrund. Ein seltsamer Ort. Der Tartaros! Wo genau war Phoenix hier gelandet? Tartaros! Der scheußliche Abgrund, in den ich Typhon gesperrt hatte. Bei seiner Flucht muss er Risse in den Gewölben der Unterwelt verursacht haben. Du weißt es, ich weiß es. Sag's einfach. Phoenix war im ja. Ich hasse dich. Aber ist es so nicht spannender? Nein. Erzähl weiter. Okay, also viel höher kann es eigentlich nicht springen, wenn du wenn du das Ganze gedrückt hältst. Aber ist okay. Ups. Ups. Entweder sehr mutig oder sehr töricht von dir, Menschlein. Ups. Mal sehen, ob du meine Herausforderung meisterst oder scheiterst, wie alle anderen. Wer ist da? Hallo? Ach Gott, bei sowas springe ich gerne mal daneben. Eigentlich nur, dass das jetzt gut geht. Ich bock da herauszufinden, was das ist. Bevor wir den umlegen, also den Hebel umlegen, gucken wir einfach mal in die Truhe hier rein. Nimm die Axt. Okay, was haben wir hier? Drücke 1, um einen Heiltrank zu dir zu nehmen und 2 für Ausdauertrank. Ja, das ist klar, das wissen wir ja schon. Das haben wir ja schon mitgekriegt, aber trotzdem gibt es ja... Können wir die vielleicht auch irgendwie auf unsere Kurzweil-Tasten irgendwie vielleicht sogar umlegen? Ich glaube nicht, ne? Hab ich den?
Oh, das Ding bewegt sich ja. Ach so, dann müsste ich den da drüben theoretisch ausmachen. Dann hätte das, glaube ich, klappen können. Ich mich beeile. Uiuiui. Das war knapp. Sind das Flüge? Phoenix tastete sie ab und merkte, dass einige Teile fehlten. So als hätte sie jemand oder etwas auseinandergerissen. Sie scheinen von Menschenhand gemacht zu sein. Ob sie wohl funktionieren? Und wenn ja, wie? Oh Gott. Die Axt. Dachte eigentlich, dass man hier irgendwie gleiten kann. Von Atalante. Sie war die tödlichste und schnellste Jägerin und wurde doch von Typhon besiegt. Hatte ich sie nicht verwandelt? Du hast viele Leute in vieles verwandelt. Ich sollte weniger trinken. Gut. Ach ja, das sage ich auch jedes Mal. Ah, okay. Axtangriffe mit einer separaten Taste. Okay. Ich mach jetzt erstmal ganz fix die ohne Schild weg. Mach ganz fix den Schwert weg. Bam! So, und den vernichten wir jetzt einfach mal so. Ich spüre etwas Besonderes in dir. Checkpoint. Einer meiner Blitze! Hoffe ich jedenfalls mal. Zerschmettert und von Typhon versteckt. Es ist vorbei. Phoenix ist Helios Asche. Niemand übersteht diese Blitze außer mir. Ach wirklich? Oh, gut, okay. So schon mal nicht. Was hat der rote Balken unter uns zu bedeuten? Das war dumm, es tut mir so leid. Wir können aber vor allen Dingen auch sprinten und das benutzen. Aber ich sehe gerade, dass das halt auch Ausdauer frisst. Vor allen Dingen auch ins Rote reingeht. Okay, ich muss mal gucken, wie weit das Ding zu mir kommt. Ach, ich kann drauf stehen bleiben. Dann kommt das bis zu mir. Lol. Okay. Okay, na gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber fetzt. Ja, das sieht stark nach einer Falle aus. Aber wir machen's. Eine Nachbildung von Zeus Blitz? Unglaublich! Energie durchströmte Phoenix. Mehr als sie ertragen konnte. Was passiert mit mir? Tschüss, Sterbliche! Und dann hörte es plötzlich wieder auf. Nein! Die Flügel haben den Blitz geerdet. Sie können Stürmen standhalten. Ist das denn möglich? Und doch ist das nur der Anfang. Okay,
Nachdem sie sich in die Abgründe des Tartaros gestürzt und diese überlebt hatte, entstieg Phönix dem Riss siegreich. Vorerst. Dieser Fremde, dem ich gefolgt bin, wo ist er hin? Mit den Flügeln könnte sie über die alte Brücke fliegen und es herausfinden. Ich würde mir nicht irgendwelchen Müll umschnallen. Wer weiß, wo die vorher waren? An vielen Abenden hatte Phönix die Geschichte des genialen Erfinders Daedalus und seine außergewöhnlichen Flügel erzählt. Vielleicht hat sie jemand kopiert, malte sich Phönix aus. Also Müll. Oh, vielleicht sind sie verflucht. Also ich würde mir keinen Müll umbinden. Also tatsächlich ein bisschen gehen sie mir auf den Sack, die beiden, weil die sagen dir so gerade im kompletten Anfang, was du eigentlich machen sollst. Hast du keine Chance, dich mal so ein bisschen selber, also doch, kannst dich ja im Endeffekt auch selber umgucken. Du kannst dich auch selber umgucken. Ja, moin. Du kannst ja auch selber dich ein bisschen umgucken. Aber jetzt sagen sie dir erstmal wahrscheinlich, was du wirklich machen sollst, damit es ja auch ein bisschen vorwärts geht. Ich vermute mal, es wird Open World sein. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur einen Trailer von dem hier gesehen. War auch erstmal überlegen, das hier nicht zu spielen, weil ich halt eigentlich eher so der Genshin Impact Spieler bin, weil ich das eigentlich ziemlich feiere. Ich stehe so auf Animes und Co. und Manga und schlag mich tot. Einige von euch werden das verstehen, was ich meine. Aber hier muss ich sagen, hier gefällt mir halt auch die Welt und das Charakterliche. Also wie sie die Charakter gemacht haben. Und auch so das Spielprinzip finde ich eigentlich sogar fast, also auch die Steuerung, auch wesentlich interessanter und geiler als die von Genshin Impact. So, aber Oh Götter, wenn doch nur Ligiron hier wäre. Er ist der berühmte Held, nicht ich. Was soll ich nur tun? Die Dämonen aus dem Tartaros mit Geschichten einschläfern? Jetzt hören wir aber auch mal auf, das Ganze hier untereinander zu vergleichen. Geht's erstmal hier rum. Ich sehe gerade, wir könnten beide theoretisch auch mit dem Schwert wegschlitzen. Jedenfalls zum Anfang, jetzt anscheinend irgendwie. Bam, Junge, bam! So, und jetzt gibt's hier richtig auf den Turm. So, und dich machen wir jetzt ja auch noch hier ins Fix weg. Entschuldigung. Münzen. Eine komische Münze. Charons Zeichen. Die hat Typhon auch geklaut. Charon spart doch für eine Brücke. Ja, dann spart doch für eine Brücke. Super. Die Sprüche sind manchmal doch eigentlich echt Party. Also wirklich, was Zeus hier raushaut, ist der Wahnsinn. So ein Müll würde ich mir nicht umtun, spart auf eine Brücke. Geil, einfach nur Party. Wir nehmen das mal ein bisschen mit, wer weiß, wofür wir das eventuell doch das ein oder andere Mal noch gebrauchen können. Ich ein bisschen hoffe, dass man hier vielleicht sogar noch seine Waffen aufwerten kann.
oder neue Waffen vielleicht sogar kaufen muss, damit so ein bisschen vorangeht. Was gibt's hier? Chicken Wings! Bam! So. Das schlitzen wir weg. So, komm doch mal her hier. Oh, was ist denn mit dir? Bam, Junge. Weggemacht habe ich dich. Kraxeln wir mal ganz kurz so. Ich glaube zwar nicht, dass wir da irgendwie irgendwas finden. Nee, da ist doch nichts. Das können wir uns direkt sparen. Das nehmen wir mit. Aber den da, der würde mich tatsächlich mal interessieren. Den werden wir noch ganz fix wegmachen. Der ist auch ein bisschen tighter unterwegs. Weil jetzt krabbelt meine Nase. Bam, Junge. Und jetzt Schlitz. Einfach nur vernichtet. Weil wir einfach mal nur mega geil sind. Wir sind einfach nur die Besten. Sehr gut. Ja, da gibt's noch was. Das nehmen wir das noch mit. Wir nehmen das noch mit. Die Blumen hier zu ruppen. Ja, die können wir auch zu ruppen. Hier gibt's noch mehr Hühnchen. Alles klar. Werden wir aber erst in der nächsten Folge machen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Jungs, Mädels, wenn euch das Stuff gefällt, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir auch ein Like da. Würde mir sehr helfen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.